die ist ja privat, ne? Ja. Ah, voll kacke. Warum? Das wäre sonst übelste praktisch. Ihr tut irgendwas da rein und ich könnte es da rausziehen. Ja, es war auch mein erster Gedanke, als die Ender Chest eingeführt wurde, dass das dafür doch total genial ist. Nur ist dann eben doch eher so eine Singleplayer-Variante. Ja. Vielleicht wird das ja noch implementiert. Es sollte so eine Einstellung geben, dass man das einstellen kann, ob das jetzt privat sein soll oder public. Ja. Was wollte ich denn jetzt bauen? Genau, ich baue jetzt einfach mal ein Lager. Ey, hier ist ein Todesloch. Band den User, der das gebaut hat. Ich glaube, das war der Orki. Hier sind sogar... Oh, schon ein, noch ein Todesloch. Ach Mann, wir haben zu wenig Holz. Ja, haben wir. Holz? Nein, habe ich noch alles verbraucht. Klasse, ich habe 8 Kisten. Es lohnt sich richtig, damit ein Lager zu bauen, oder? Das ist noch zu wenig, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich würde vorschlagen, also, das Lager kommt in die zweite Etage, oder? Ich habe jetzt irgendwann gedacht, so ein Keller. Gut, dann baust du in den Keller. Ja, ich will aber erstmal ein bisschen das abbauen. Weil ich brauche noch welches. Damit ich mir eine vernünftige Farm in der Wüste machen kann. Geht das überhaupt in der Wüste? Ja, Farmen gehen überall. Außer in der Hölle. Allerdings sind Schaffarmen in der Wüste nicht sinnvoll. Ja, da hast du recht. Ich hab eine Kuh. Soll ich mal zum... Ich hol mal eine Kuh zu der Base. Mach das. Nun, vielleicht sollte man irgendwie in unser Dachgeschoss kommen. Ich überlege nur gerade wie. Am besten mit einer Leiter, oder? Also würde ich empfehlen. Oder? Was haltet ihr davon? Klingt doch noch was. Dann... Ja, Folge, was eigentlich mit Pizza? Was? Hier wollte die sich doch... Die Pizza braucht noch 5 Minuten. Nicht, dass die verbrennt. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich hatte mir letztes Mal gar keinen Wecker gestellt. Ach, bei Pizza fällt mir auf, bei mir gibt's auch bald Essen. Also... Aber übrigens, Bäume bitte komplett abbauen. Für denjenigen, der den Holz gefarmt hat. Ich hab meinen Baum komplett abgebaut. Ah, shit. Was denn? Wo ich jetzt bin, ist eine Kuh und da sind tausende Skelette und ich hab nur noch ein halbes Herz. Dann, wenn du joinst, merk dir die Koordinaten. Oder installier dir den Minimap-Hack. Aber eigentlich joint er ja, wo er verlassen hat, oder nicht? Ja. Nur, da sind ja da die Mobs noch. Also nicht immer, aber mit... In dem Fall schon. Hast du gemerkt? Ja, das überlebe ich, Ja. Das überlebst du nicht, du bist schon tot. Na. Ja, man kann auch schlecht was überleben, wo man schon tot ist. Ja, das kann bei mir vergangen. Und nochmal tot. Klasse. Ist aber so unwichtig, dass es noch nicht mal eine Erwähnung im Chat gibt. Mann, wo ist denn hier noch?
Ah, dieser blöde Baum will nicht despawnen. Och nö, da oben habe ich tatsächlich was vergessen. Ah, könnte verrückt werden. Okay. Ich habe übrigens eine Kuh gefunden. René. Ja, liegen da auch in der Nähe meine Sachen? Jetzt ist René tot. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auf dem Baum. Also. Ich bin. Meinst du, du kriegst die Wüste zurück? Bist du in der Wüste? Ja, Teil der Wüste. Da, wo es auch zur Mine hingeht. Okay, ja. Soll ich da mal hinrennen, oder wie? Ja, helf mal, hier sind viele Zombies. Oder wir kommen alle mal eben zum Haus und machen mal eben Tag. Kann auch einfach so Tag machen, dazu muss ich man bin... nicht zum Haus. Nee, das ist doof. Das ist doof, kein Kommentar. Übrigens, hier ist eine Kuh mit Bodyguard. Da steht ein Zombie direkt neben einer Kuh. Scheiß Kuh. Wenn du jetzt nochmal so freundlich bist und mir die Koordinaten der Wüste sagst, ach egal, hat sich erledigt. Hab's gefunden. Und rat mal, was ich gefunden habe. Ich habe sogar zwei Kühe. Keine Ahnung. Hier ist übrigens auch noch eine Kuh. Ich habe eine Burg gefunden. Eine Burg? Wo bist du im Never? Gibt's auch normal Burgen? Ja, Enderfestung. Hä? Hey. Ja, die Festung, wodurch man ins End kommt. Hast du eigentlich deine Items? Kenn ich nicht. René? Ja? Hast deine Items zurück? Teilweise. Warum teilweise? Ich glaub schon. Hast deine Rüstung zum Beispiel? Ja. Gut. Ich sollte alles ja gefunden haben. Uhu, Level 20. Ach, Creeper. Ich hasse Creeper. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ja, ich bin gerade ein bisschen am XP farmen. Ich würde gerne nämlich so ein Level 30er Enchantment auf irgendeins meiner Rüstungsteile packen. Am liebsten auf die Chestplate. Ah, da ist ein Creeper und ich habe zwei Tiere. Das werden die Tiere nicht überleben. Und das visiert mich an. Wo bist denn du? Da, wo der Creeper explodiert. Ja, ich seh dich. Geradeaus, ja. Ich leiste dir meine Geleitschutz. Die Tiere haben es aber überlebt. Ach, das Skelett muss ich erstmal ausschalten. Nee, meine Herzen regenerieren gleich nicht mehr. Ich habe nur einen Lebensmittelpunkt. Okay, meine Herzen regenerieren nicht mehr. So. Nein. Gut, dass ich zweiten weggeholt habe. Das war jetzt mal wieder ein grandioser Beweis, dass sie die KI von Monstern und Mobs sehr erhöht haben. Auf oder? Welchem Level spielst du hier? Easy. Also auf was? Auf Easy? Ja. Auf Mädchen-Mode? Nein, das ist kein Mädchen-Mode, das ist der normale Mode. Der erste Mode mit Monstern.